Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, sowohl bei unserem Open House im Jahr 2022 als auch bei unserem Transferforum Digital Citizen Participation. Mein Name ist Natalia Kleiner und zusammen mit meinem Kollegen Jonas Fegert führen wir durch dieses Transferforum heute. Und vielleicht, bevor wir in die Inhalte einsteigen, ganz kurz ein paar Worte zu uns, wer wir sind, einfach damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ich selber leite die Abteilung Innovation, Demonstration und Transfer im Forschungsbereich Innovation, Strategie und Transfer und beschäftige mich hauptsächlich thementechnisch mit Wissens- und Technologietransfer und in diesem Kontext eben auch mit digitaler Bürgerpartizipation. Und gleichzeitig bin ich auch verantwortlich für die Koordination des FZI House of Living Labs. Genau, mein Name ist Thomas Fegert, ich leite die Abteilung Information Management and Analytics, die sowohl in Karlsruhe sitzt, als auch an der Außenstelle in Berlin, wo ich sitze. Wir beschäftigen uns vor allem eben mit Business Data Analytics, aber auch mit Partizipationsthemen, wie zum Beispiel die Bekämpfung von Desinformationskampagnen, aber auch andere Themen der digitalen Bürgerbeteiligung. Ja, ich glaube, und Jan Wiesenberger hat es gerade gesagt, dass das heute vielleicht auch gar nicht so einfach fällt, an diesem Tag mit dem Angriff auf die Ukraine zu diskutieren und da umzuschalten und jetzt in so einen thematischen Modus nochmal zu kommen. Gleichzeitig ist mir da aber ein Zitat eingefallen von Till von Raden, der in seinem letzten Buch, wo es genau um Bürgerbeteiligung geht, auch nochmal sagt, dass Demokratie eine gefährdete Lebensform ist und dann dafür plädiert, demokratische Praxis im Alltag zu leben und Tag für Tag, genau, um diese Praxis auch zu kämpfen und die voranzutreiben. Und genau darum soll es heute eigentlich auch gehen. Also darum, wie man eigentlich diese demokratische Praxis lebt in allem, aber vielleicht eben auch in der digitalen Realität, die uns vor allem in der Pandemie umgibt, lebt und wie die auch gestaltet werden kann. Dies vorab, denn ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, ja, wie macht man weiter mit dem, wie es eigentlich geht? Und genau, vielleicht können wir das einfach mitnehmen dann in die Diskussion für später. Genau, vielen Dank, Jonas. Dann würde ich nichtsdestotrotz versuchen, so gut es geht, dann zum Thematischen überzuleiten und vielleicht, bevor wir zu unseren Impulsvorträgen kommen, nochmal einen ganz kurzen Einblick vielleicht auch einfach in unsere Aktivitäten am FZI im Bereich Digital Citizen Participation geben und einfach so ein bisschen darstellen, was uns tatsächlich bei dem Thema treibt und so interessiert. Und ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich auch schon Projekte in diesem Themenbereich gemacht, noch weit bevor es zum Trendthema wurde und noch weit bevor dieser Begriff wirklich so prominent geprägt war. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass eben seit diesem Jahr Digital Citizen Participation auch offiziell zu den Forschungsschwerpunkten des FZI gehört. Und deswegen habe ich einfach, um Ihnen einen Einblick zu geben, was wir als FZI so in dem Bereich machen, einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine Beispiel, das ist hier unser House of Participation. Das House of Participation ist ein Kompetenzzentrum für digitale Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung, initiiert am FZI und soll im Prinzip alle unsere Projekte und Aktivitäten in diesem Bereich bündeln und einfach einheitlich nach außen dann auch darstellen. Und in diesem Bereich beschäftigen wir uns primär tatsächlich mit vier verschiedenen Themenbereichen. Das ist einmal die Demokratisierung der Forschungslandschaft, also im Prinzip, wie können Bürger Einfluss nehmen auf die tatsächlichen Forschungsaktivitäten. Das ist der Themenbereich demokratisch gestaltete Technologieentwicklungsprozesse. Da untersuchen wir eben verschiedene Nutzerinnen- und Nutzerkonzepte und Evaluationsmöglichkeiten von User Experience. Der dritte Themenbereich im House of Participation ist Demokratisierung von Organisationen, denn oftmals ist es für Organisationen nicht nur wichtig, eben Impulse von außen, also aus der Gesellschaft zu bekommen, sondern tatsächlich auch die Mitarbeiter in der Organisation selbst auch intensiv digital in die verschiedenen Prozesse einzubinden. Und schließlich als vierter Themenbereich ist die Demokratisierung des öffentlichen Sektors, wo es eben darum geht, Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, bei wichtigen Verwaltungsentscheidungen mitzusprechen und mitzuwirken, wie jetzt zum Beispiel die Mitbestimmung der Stadtplanung. Und einfach ein konkreteres Beispiel aufgegriffen aus dem Bereich Demokratisierung der Forschungslandschaft, denn wo könnten wir denn tatsächlich besser mit einem
guten Beispiel vorangehen als in dem Bereich der Forschung, habe ich mal das virtuelle FCI House of Living Labs mitgebracht. Das ist im Prinzip ein virtueller Zwilling unseres tatsächlichen House of Living Labs, was Sie auch in Präsenz besuchen können. Da haben wir eben ein virtuelles Abbild geschaffen, um auch digitale Partizipation zu ermöglichen. Und es beruht im Prinzip auf drei verschiedenen Stufen. Die erste Stufe ist informieren. Das heißt, Sie können einfach in der virtuellen Präsenz eine virtuelle Führung machen, einfach sich mal anschauen, was gibt es denn bei uns, welche Demonstratoren, was ist denn der Stand der Forschung, was tut sich da gerade. Die zweite Stufe ist dann tatsächlich das Erleben. Da geht es dann darum, wirklich interaktive Demonstratoren wirklich auszuprobieren, also mit ihnen zu interagieren, auszuprobieren, was passiert, wenn ich dieses oder jenes mache, um einfach auch diese Forschungsansätze noch mal ein gutes Stück besser zu verstehen. Und die dritte Stufe, das ist dann wirklich die Beteiligungsstufe schlechthin, das ist dann das Mitmachen. Da können Sie dann in verschiedenen Bürgerforen und Co-Creations-Workshops als Bürger dann wirklich mitwirken, mitdiskutieren und Ihre Ideen einbringen und damit die Forschung im Prinzip mit beeinflussen. Erstmal als ganz kurzen Einblick, was wir so in diesem Bereich machen. Wenn Sie da noch Fragen haben oder Interesse an mehr Informationen haben, dann können Sie gerne jederzeit natürlich auf uns zukommen. Aber tatsächlich viel spannender finde ich unsere Impulsvorträge heute und würde dann auch direkt überleiten zu unserem ersten Impulsvortrag von Herrn Dregger. Der Impulsvortrag trägt den Titel Error 404, gute Bedienung und Funktionalität not found, wie man mit Hilfe von User Experience, Methoden und Psychologie gute IT-Lösungen partizipativ entwickelt. Kurz ein paar Worte zu Herrn Dregger. Herr Dregger studierte Psychologie an der Universität Luxemburg, Wirtschaftspsychologie an der Universität Bremen und Wien sowie Anglistik und Geschichte an der Universität Trier. Und seit 2020 ist Herr Dregger Mitarbeiter am FZI-Forschungszentrum Informatik und betreut da aktuell primär die regionalen KI-Labs und begleitet KI-Pilotprojekte und das Ganze im Rahmen von KI-Transfer-BW. Darüber hinaus promoviert Herr Dregger im Bereich Psychologie und künstliche Intelligenz und untersucht hierbei, wie sich durch psychologische Mechanismen die User Experience von KI verbessern lässt. Und das trifft, glaube ich, dann auch ganz gut das Thema, denn Herr Dregger spricht zum Thema User Experience. Dann schon mal vielen Dank für die einleitenden Worte, Natalia. Und dann steigen wir direkt in den Impulsvortrag ein. Genau, den Titel haben Sie schon gehört. Mein Name ist Alexander Dregger, ich bin in der Abteilung EDT, bei Frau Kleiner tätig. Und ja, steigen wir direkt ein ins Thema. Gute Produkte und IT-Lösungen, das ist gar nicht so leicht zu entwickeln. Wir sehen hier zwei schöne Beispiele der Unternehmen Yahoo und Google. Und was wir sehen ist, Google rückt das Thema den Nutzer ins Zentrum seiner Lösung. Es geht ja um Suche bei beiden Lösungen. Und wenn Sie jetzt bei Yahoo gucken, dann müssen Sie ganz schön lange suchen, um die Suche zu finden. Und wie wir alle und was wir sehen am Ende des Tages, je nachdem, wie man das gestaltet, ist das Nutzererlebnis unterschiedlich. Und wie wir alle wissen, naja, beide Unternehmen haben eine sehr unterschiedliche Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren hingelegt und man sieht, gute Gestaltung hinsichtlich des Nutzers, also partizipative Gestaltung auch, ist wesentlich für den Erfolg von IT-Lösungen. Und was heißt jetzt überhaupt ein gutes Nutzererlebnis? Was ist das? User Experience hat zwei wesentliche Aspekte. Da geht es einerseits um das Thema Gebrauchstauglichkeit, also sprich, funktioniert das Produkt so, wie es soll? Da geht es um so Aspekte wie, kann ich mir gut einprägen, wie die Funktion eines Systems abläuft? Mache ich gerne Fehler, wenn ich es bediene? Und all diese Aspekte führen am Ende des Tages dazu, dass eine intuitive Bedienung entsteht bei einem Produkt, bei einer IT-Lösung, wenn man die entwickelt. Der andere Aspekt ist das Nutzererlebnis oder Joy of Use. Und hier steht im Zentrum, psychologische Bedürfnisse zu befriedigen bei Bürgern und Nutzern. Und das kann ganz unterschiedliche Sachen sein, zum Beispiel Verbundenheit. Sie kennen das alle aus dem Thema soziale Netzwerke. Oder denken Sie jetzt an Yahoo und Google, wenn Sie vor der Webseite stehen, wie kompetent fühlen Sie sich, wenn Sie bei Yahoo erstmal rumsuchen müssen, um überhaupt die Suchmaske zu finden. Und je nachdem, wie Sie das gestalten, entsteht gegenüber einem Produkt eine emotionale Bindung und Motivation. Jetzt ist natürlich der Punkt, naja, aber man sieht ja, es entstehen ja Probleme bei diesem Thema und wie kann das jetzt sein, dass das irgendwie schwierig ist, irgendwie sowas bürgergerecht, nutzergerecht zu gestalten. Ein kleiner historischer Exkurs an der Stelle, der Hammer, das ist das älteste Werkzeug der Welt.
hat 1,5 Millionen Jahre gedauert zu entwickeln und ist seit 1,5 Millionen Jahre in Verwendung. Und der Unterschied ist jetzt beim Hammer gegenüber jetzt der Entwicklung im industriellen Zeitalter, dass Entwickler und Nutzer nicht identisch ist. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen eine KI-Lösung im Bereich Krebsdiagnostik entwickeln, dann ist der Entwickler jetzt nicht unbedingt Hautkrebs-Spezialist. Ja? Er hat nicht unbedingt das Domain-Know-how. Und was dann passiert in so einer Situation ist, wenn dann so ein Entwicklungsprozess dann trotzdem stattfindet für so etwas, dass Nutzung und Konstruktion der Zusammenhang verloren gehen kann. Und am Ende des Tages, was dann passieren kann, ist, dass der Nutzer sich der Maschine anpassen muss. Man kann es aber auch umgekehrt gestalten. Und das ist so ab den 1940ern zu finden, dass man sagt, nee, wir müssen solche Lösungen, solche Ansätze, damit sie wirklich auch den Menschen dienen, an sie anpassen. Und damit das gelingt, kann man gezielt UX und auch Partizipation nutzen. Und was heißt jetzt Partizipation in dem Kontext und UX? Das kann bei solchen IT-Lösungen, kann man sowas nutzen über den gesamten Entwicklungszeitraum hinweg. Man kann es aber auch punktuell machen. Das heißt zum Beispiel am Ende von einem Entwicklungsprozess. Und das heißt jetzt nicht einfach nur, oh, ich mache jetzt die Sachen hübsch, sondern das bezieht sich wirklich auf die Funktion, die Schnittstelle, die Prozesse und das Umfeld. Und man kann das sehr unterschiedlich in der Form gestalten. Ortlieb sagt, in der IT-Entwicklung kann man 3 Sachen machen. Entweder man macht eine passive Mitwirkung, sprich man fragt zum Beispiel den Hautkrebs-Spezialisten, was er denn bräuchte bei einer KI-Lösung. Aber am Ende entscheidet der Entwickler immer noch, was dann passiert in der Lösung. Man kann aber auch sagen, hey, man lässt wirklich den Nutzer aktiv mitentscheiden bei so etwas. Und dann schließlich kann man aber auch aktiv Partizipation machen, dass tatsächlich ein Nutzer mitgestaltet. Und dafür gibt es verschiedene Methoden, das zu tun. Das kann im Bereich Anforderungsanalyse sowas wie eine teilnehmende Beobachtung sein. Man geht zum Beispiel mal in einem Krankenhaus mit. Das kann Entwicklung und Design betreffen. Card-Sorting-Methode, man schreibt die verschiedenen Schritte eines Programmablaufs auf und ein Nutzer gibt dazu Feedback, ob das Sinn macht. Man kann es aber auch testen. Man kann zum Beispiel ein House of Living Labs für sowas nutzen, wo man konkret zum Beispiel dann interagiert mit einem System. Eye-Tracking und Co. gibt es verschiedene Ansätze. Was bringt das jetzt am Ende des Tages? Naja, die frühe Integration von Nutzern in den Entwicklungsprozess von solchen Lösungen reduziert die Entwicklungszyklen um bis zu 50%. Probleme werden früh erkannt und je früher man sie erkennt, umso kostengünstiger kann man sie beheben. Partizipation erleichtert auch die Generierung von neuen, innovativen Ideen. Kunden sind bereit, wenn partizipativ gute UX entstanden ist, mehr Geld für ein Produkt auszugeben. Die Qualität des Systems steigt. Zum Beispiel sowas wie Featureitis. Entwickler neigen dazu, gerne alle Funktionen einzubauen, die sie können in eine Lösung. Das ist aber nicht unbedingt nutzergerecht. Denken Sie an Yahoo. Je nachdem fällt die Nutzerzufriedenheit aus. Und naja, Sie haben weniger Widerstand, wenn Sie so ein System einführen, wenn Sie das partizipativ machen, weil der Nutzer kennt das ja schon. Der hat ja sogar mitentwickelt. Dann wird er sich nicht so leicht gegen eine Lösung stellen. Aber, und das sozusagen zum Schluss von mir noch als letzter Hinweis, Partizipation und UX, das gelingt nicht immer ganz so leicht, weil das hängt an Voraussetzungen. Einerseits muss eine Partizipationskompetenz da sein, andererseits die Nutzenden, die müssen es wirklich wollen und auf der Entwicklerseite braucht man eine Methodenkompetenz. Wenn man das zusammenbringt, dann kann man am Ende UX und Partizipation wesentlich fördern und gute IT-Lösungen entwickeln. Genau, das wär's. Vielen Dank. Wenn Sie in Austausch treten wollen, kommen Sie gerne auf mich zu. Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Alexander. Sehr spannender, schneller Vortrag. Vielleicht ganz kurz noch zum Ablauf. Wir werden am Ende des Transferforums in den letzten so ungefähr 15, 20 Minuten nochmal das Transferforum für allgemeine Fragen öffnen. Also falls Sie dann Fragen zu den Impulsvorträgen haben, können Sie diese gerne dann auch später nochmal stellen. Jetzt würden wir einfach direkt die Impulsvorträge einmal abhalten. Damit Sie die Fragen vielleicht auch nicht vergessen, können Sie die gerne auch jederzeit in den Chat posten. Dann werden wir die natürlich am Ende auch noch aufgreifen. Und einfach generell auch zur späteren Fragerunde als organisatorischer Hinweis noch, da das Transferforum ja aufgezeichnet wird, sollten Sie nicht aufgezeichnet werden wollen, dann bitte auf jeden Fall auf den Chat ausweichen mit Ihren Fragen. Genau. Aber jetzt gehen wir dann tatsächlich auch weiter zum zweiten Impulsvortrag. Unser zweiter Impulsvortrag kommt von Nora Kaiber und trägt den Titel Karlsruhe App – Neue Wege der Bürgerinteraktion.
Frau Kaiber studierte an der SAH-Hochschule Business Administration und machte anschließend an der Steinbeis-Hochschule ihren Master in International Management. Seit 2019 ist sie Projektmanagerin bei der Stadt Karlsruhe, wo sie seit 2021 als Leiterin des CIO-Office beim Amt für Informationstechnik und Digitalisierung sich mit den Themen Digitalisierungsstrategie und Bürgerbeteiligung beschäftigt. Ja, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter. Es passt auch ganz gut zu meinem Vorredner. Was habe ich heute mit dabei? Wir beschäftigen uns bei mir in der Stabsstelle auch viel mit dem Thema Digitalstrategie der Stadtverwaltung, digitale Transformation. Und seit Fördermittelende oder seit Förderprojektende ist auch die Karlsruhe App, vorher bekannt auch als Digital@KA, nun in die Stabsstelle mit dazugekommen. Was war die Idee hinter Digital@KA? Man wollte im Endeffekt ein Produkt in großer Kooperation mit unterschiedlichen Playern innerhalb der Stadt Karlsruhe entwickeln, in der man die Möglichkeit hat, sowohl kommunale Dienste als auch gewerbliche Dienste auf einer Plattform quasi den Menschen in Karlsruhe zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig auch unterschiedliche neue Interaktionsmöglichkeiten mit den Menschen in Karlsruhe, mit den Usern aufbaut. Kurz zum Hintergrund, gefördert wurde das Projekt Digital@KA vom Land Baden-Württemberg. Es gab ein Projektkonsortium, also konkret Projektpartner, die das Produkt mit gemeinsam entwickelt haben, war die CAS AG, WeLocal, Yellow Map, die ESB AG, auch das FZI war mit dabei und das Cyberforum. 2019 haben wir sogar im Rahmen des Förderprojektes ein Titel oder eine Ausschreibung, Wettbewerb gewonnen, bestes Digitalisierungsprojekt. Das war auch eine Initiative des Ministeriums für Inneres und Digitalisierung. Genau. Also was haben wir gemacht, nachdem wir gesagt haben, okay, Förderprojekt ist vorbei, wir gehen raus mit einem MVP Ende letzten Jahres und haben dafür quasi im Endeffekt die erste virtuelle öffentliche Einrichtung in Deutschland mal versucht einzurichten, hat auch geklappt, war ein interessanter Prozess bei uns stadtintern. Was machen wir damit im Endeffekt? Kann man das analog zu einem Marktplatz betrachten oder wie hier auch auf dem Bild zu einem Weihnachtsmarkt? Wir haben einen virtuellen Platz geschaffen, wo Anbieter die Möglichkeit haben, ihre digitalen Produkte zu platzieren und so quasi mit den Menschen in Karlsruhe in Kontakt zu treten. Wir schaffen dadurch mehr Sichtbarkeit. Also wir können gezielt Produkte, die in Bezug zu Karlsruhe haben, über unsere Plattform den Usern zur Verfügung stellen. Wir haben unterschiedliche Zulassungskriterien definiert, damit da halt auch eine bestimmte Qualität, sage ich jetzt mal, der Produkte gewährleistet wird. Es gibt Nutzungsbedingungen. Und trotz dem ganzen Konstrukt besteht die Möglichkeit für jeden User, End-User im Endeffekt, sein eigenes Portfolio zusammenzustellen. Also man kommt drauf auf den Marktplatz und hat sortiert im Endeffekt unterschiedliche Inhalte. Also wie gesagt, wir sind Ende des Jahres mit dem MVP raus und ich gebe quasi so einen kleinen Blick in die Zukunft, was noch so alles kommen wird jetzt bis Ostern vor allem, wenn wir dann mit einem kleinen Update quasi rausgehen mit der App. Es wird Kategorien geben für die unterschiedlichen Angebote auf dem Marktplatz. Momentan ist alles drin, ohne Kategorisierung. Es besteht die Möglichkeit, native Apps, Web-Apps und auch responsive Webseiten zu integrieren. Wie gesagt, kategorisch sortiert. Der User hat die Möglichkeit, auf diesen Marktplatz draufzugehen, zu entscheiden, okay, welche dieser Angebote, die da sind, sind für mich relevant und kann die auf seinen persönlichen Marktplatz quasi rüberziehen. Dann haben wir auch sogenannte Channels. Das ist jetzt eine Art neuer Kommunikationskanal der Stadtverwaltung Karlsruhe. Diese Channels sind im Endeffekt, wenn man sie aufmacht, wie so ein kleiner Chat gebaut, nur besteht nicht die Möglichkeit, als End-User mitzuchatten im Endeffekt, sondern man bekommt Informationen. Die Channels sind auch thematisch sortiert. Wir haben zum Beispiel einer der bestlaufendsten Channels, die wir haben, ist der Corona-Channel. Da bekommt man immer
top aktuell alle Informationen, auch gerne, wenn man möchte, als Push-Notification direkt auf sein Handy. Es besteht aber auch die Möglichkeit, geschlossene Channels zu machen. Wir haben zum Beispiel auch Schulen, die sich dafür interessieren, Channels aufzubauen, damit sie DSGVO-konform mit ihren Schülerinnen, aber auch mit den Eltern kommunizieren können. Über diese Channels kann man alles, was man kennt, eigentlich über Social Media auch posten. Also man hat Text-Bild-Meldungen, Links, mit denen man rausspringen kann im Endeffekt. Und was jetzt noch dazu kommen wird, sind auch so unterschiedliche Emoji-Funktionen. Und für die Leute, die die Channels bedienen, die werden auch konkret Bilder und Videos reinposten können, ohne mit einem Absprungpunkt auf eine externe Seite. Es besteht auch die Möglichkeit, mit den Channel-Abonnenten zu kommunizieren, also auf niederschwelliger Ebene. Man kann so kleine Umfragen reinpacken, also wirklich ganz easy Umfragen mit, keine Ahnung, hat Ihnen der letzte Post gefallen? Ja, nein, vielleicht. Man hat auch die Möglichkeit, via Emojis und Smileys ein bisschen so ein super subtiles oder leichtes Gefühl dafür zu bekommen, welche Themen die Abonnenten eventuell triggert oder nicht. Aber nun kommen wir zu dem eigentlich spannenden Thema in diesem Kontext hier. Was haben wir uns bei der Mitgestaltung gedacht? Also grundsätzlich war die Idee, dass man mit dieser Karlsruhe-App eine sogenannte Community-App entwickeln möchte. Wir möchten gemeinsam mit den Nutzenden diese App weiterentwickeln. Wir haben quasi ein Grundgerüst geschaffen im Rahmen des Förderprojekts, sind damit raus, also mit diesem MVP, und möchten, auch da hatten wir schon eine Bürgerbeteiligung. Wir hatten am Anfang des Förderprojektes einen Persona-Workshop, wo Bürger eingeladen waren. Wir hatten eine ganz große Umfrage gemacht, wo fast 1000 Leute daran teilgenommen hatten, wo wir bestimmte Funktionalitäten, Wünsche etc. abgefragt hatten. Wir hatten aber auch ein Usability-Test im Rahmen des Förderprojektes gemacht, wo wir eben die unterschiedlichen Funktionalitäten, also die Verwendung quasi im Endeffekt getestet hatten, und das möchten wir gerne weiter fortsetzen. Also wir haben diese ganz niederschwelligen Umfragemöglichkeiten in den Channels, um die Leute zu fragen, findet ihr das cool oder nicht so cool, was wir machen. Wir haben einen Add-in auf dem Marktplatz, das ist ein priorisierter Add-in, der immer ganz oben angezeigt wird. Das ist unser quasi hauseigenes Feedback-Tool. Da hat man dann die Möglichkeit, da erstellen wir Umfragen mit unserem Amt für Stadtentwicklung, um die App gezielt weiterzuentwickeln. Da wird jetzt demnächst auch wieder eine neue Umfrage rauskommen, um spezifisch unterschiedliche Wünsche, Anregungen oder auch Kritiken abzufragen, die wir dann mitnehmen und in der Produktentwicklung gemeinsam mit der CRS, sie sind unser technischer Partner, sehr ernst nehmen und auch die weitere Produktstrategie danach ausrichten. Dann haben wir natürlich auch das KA-Feedback-Tool, das kennt vielleicht schon der eine oder die ein oder andere. Das war ursprünglich auch eine Kooperation mit dem FZI, wurde, glaube ich, von einem Promoventen vom FZI entwickelt, wurde auch sehr lange, sehr genutzt, und jetzt hat man gesagt, okay, die Technologie müsste mal wieder irgendwie ein bisschen aufgefrischt werden. Deswegen wird da jetzt momentan auch ein Launch stattfinden. Aktuell haben wir nur einen Absprungpunkt auf die Webanwendung von KA-Feedback, aber auch da ist eine tiefere Integration geplant. Also, dass wir über das Feedback der App hinaus quasi auch reingehen in die Möglichkeit, okay, gibt uns mal Feedback. Was stimmt irgendwas im Stadtgebiet nicht oder sonst wie. Also wir versuchen, die unterschiedlichen Interaktionsmöglichkeiten miteinander in der App zu verbinden. Das Gleiche gilt auch für das vielleicht auch schon bekannte Bürgerbeteiligungsportal, wo unterschiedliche Themen platziert werden können und Bürger die Möglichkeit haben, mitzumachen, Feedback zu geben, Anregungen. Genau. Und dann noch vielleicht ein kurzer Ausblick zu, ist das Potenzial? Also das Potenzial der App ist generell, man beschäftigt sich natürlich wie überall in allen Städten auch mit dem Thema Smart City, also nicht nur mit einer Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung, sondern wie könnte man das im Gesamtkontext betrachten? Und da sehen wir diese App auch aus strategischer Sicht sehr weit vorne, um tatsächlich auch anwendungsorientierte und weitere Interaktionsmöglichkeiten mit den Bürgern zu implementieren und auch zu
transportieren. Wir sehen das Ganze auch als Potenzial für einen Open Innovation Ort. Also es wird tatsächlich eine Kategorie geben, die sich explizit an Startups richtet. Die haben ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Also da wird es generell, die Kategorie Startups wird eine Plattform sein, um Sichtbarkeit zu schaffen für die vielfältigen unterschiedlichen Startups innerhalb von Karlsruhe. Es wird auch die Möglichkeit geben, also das ist so die erste Stufe, perspektivisch ist geplant, auch den Startups die Möglichkeit zu bieten, eine Art Beta-Bereich zu nutzen, um dort auch User-Tests durchzuführen, bevor sie mit ihren Produkten live gehen. Und das nächste Projekt ist auch ein Kooperationsprojekt, meine ich, ein Förderprojekt mit dem FZI. Da geht es um sichere digitale Identitäten, wo man eben auch versucht, konkret dann Anwendungsfälle und Möglichkeiten zu schaffen im Rahmen der App. Genau, dann bin ich auch schon durch. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Kalber. Sehr spannend. Lädt definitiv zum Ausprobieren ein. Genau. Und dann gehen wir auch weiter zu unserem nächsten Impulsvortrag. Der nächste Impulsvortrag heißt Partizipation im Wandel, neue Formen von Netzwerkarbeit, Kommunikation und Partizipation für die Gestaltung von Transformationsprozessen. Der Vortrag ist von Herrn Dr. Wolfgang Fischer. Herr Fischer ist promovierter Historiker und Diplomkaufmann und arbeitet seit 2011 bei der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württemberg, Immobil BW GmbH, wo er als Prokurist den Bereich Projekt- und Clusteraktivitäten leitet. Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit zählen Elektromobilität, Brennstoffzellentechnologie, automatisiertes und vernetztes Fahren sowie verschiedene Fragestellungen der Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft und vor allem auch natürlich die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen. Ja, vielen Dank erstmal immer so die technische Frage. Man hört mich. Das scheint so zu sein. Ich sehe nickende und erhobene Daumen. Das ist schon mal gut. Die Folien sieht man hoffentlich auch. Dann würde ich einsteigen. Dankeschön, Natalia, für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Ich spare mir jetzt das. Das hatte ich letztes Jahr beim Open House schon gesagt. Wäre schön, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder rein haptisch treffen. Dann nehmen wir uns das jetzt einfach mal ganz fest fürs kommende Jahr vor. Also würde mich freuen, wenn wir uns auch in Karlsruhe mal wieder sehen. Ja, die E-Mobil BW, das vielleicht als einführendes Wort, ist eine Innovationsagentur des Landes Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns mit dem Wandelprozess in der Mobilität und auch natürlich im Automotive-Sektor in Baden-Württemberg. Das sieht man an diesem Landesagentur für neue Mobilitätslösungen Automotive. Uns gibt es seit 2010. Haben also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die technologischen Themen, die wir bearbeiten, wurden in der Begrüßung gerade schon gesagt. Das ist aber auch tatsächlich hier auf dieser Einstiegsfolie. Wir haben das versucht, mal so ein bisschen die einzelnen Komponenten dieses Systems, und das will ich gar nicht einzeln von den Punkten durchgehen, aber wenn man sieht, wir haben bei dem Wandel in der Mobilität diverse Herausforderungen, die sich im Fahrzeug abspielen, gerade im Elektrik-Elektronik-Bereich, in der Automatisierung, auch neue, völlig neue Fahrzeugkonzepte werden kommen, also People Mover fahren ja jetzt auch durch Karlsruhe, aber insofern was auch eben neu ist, ist der eine Teil auf der einen Seite. Wir müssen natürlich von der Energie her uns das Thema ansehen, schafft völlig neue Voraussetzungen zum Thema Energie, wenn wir die Antriebe elektrifizieren. Und auf der anderen Seite sieht man sehr stark das Thema der Vernetzung von Personenwagen mit den Gebäuden, mit der Stadt, diverse Mobilitätsdienste, Fahrzeuge untereinander, mit der Infrastruktur, alles Themen, die wir bearbeiten. Wenn man es zusammenfasst, es geht natürlich um den Technologiewandel, das ist der Kern, aber eben Wandel von Energiesystemen, der ganze Infrastrukturbereich. Wir stehen da vor ganz massiven Veränderungen und Herausforderungen, die natürlich sowohl technisch umgesetzt werden müssen, als auch finanziert werden müssen. Und insgesamt können wir sagen, also das ist eine sehr technische Folie, dieses System unten drunter. Über allem steht natürlich auch der Nutzer. Letztlich der Nutzer verändert seine Mobilität. Und wenn ich zurückdenke, bei dem 2020er Open House, da waren wir alle noch in Karlsruhe und es hätte vermutlich keiner gedacht, was in den kommenden 2 Jahren folgt. So pessimistisch waren wir alle nicht, aber dass diese ganze Pandemie auch enorme Auswirkungen auf unser ganzes Mobilitätsverhalten haben wird. Das sind jetzt alle diese Online-Tools schon gewohnt. Das ist eigentlich
ganz durchaus normales Vorgehen schon für die meisten. Und die Frage, wie wir dann aus der Pandemie wieder rauslaufen und wie so ein neues Normales aussehen wird. Was auch zu unseren Aufgaben gehört, vor allem sehr, sehr stark seit einigen Jahren, ist natürlich das ganze Thema Strukturwandel. Also diese ganzen Wandelsprozesse wirken sich nicht nur auf den Nutzer aus, sondern haben natürlich ganz erhebliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, weil man kann das auf den Punkt bringen, die Region über Jahrzehnte sehr viel Wohlstand damit angehäuft hat, dass man in der Verbrennungstechnologie bei Fahrzeugen verschiedener Kategorien weltweit eine extrem gute Marktposition hatte. Wenn wir jetzt die Technologie verändern, hat das natürlich enorme Auswirkungen auf das Wirtschaften einzelner Unternehmen und letztlich auch auf die Wirtschaft hier in der gesamten Region. Das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und dafür und jetzt vielleicht auch direkt stärker zum Thema kommen, haben wir verschiedene Netzwerkformate. Letztlich verstehen wir uns immer als eine Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung und auch der Gesellschaft, obwohl natürlich unser Hauptschwerpunkt gerade im Forschungs- und Entwicklungsbereich ist eigentlich immer das gute Matching von Industrie- und Forschungspartnern. Aber wir haben diese ganzen verschiedenen Netzwerke und für uns als eine Netzwerkagentur, die Kooperationen einfädeln will, hat natürlich tatsächlich, das ist ja letztlich auch in dem Sinn, versuche ich da Partizipation in Projekten, in bestimmten Formaten, in Arbeitsgruppen hinzukriegen. Natürlich haben wir das komplett digitalisiert die letzten 2 Jahre. Den Punkt hatte ich schon angesprochen, bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Da sind wir gerade auch sehr intensiv in der Diskussion. Um es an ein paar Beispielen festzumachen, wo wir wirklich dann auch tatsächlich in ein Thema der breiten Öffentlichkeit gehen. Wir hatten, da ging es tatsächlich in Anführungszeichen nur um Elektromobilität, Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität hatten wir ein Projekt Online-Schaufenster. Das lief von 2012 bis 2016. Haben wir gemeinsam mit Yellow Map aus Karlsruhe und mit dem Fraunhofer IAO gemacht. Und da ging es tatsächlich sehr stark, sich zu überlegen, wie können denn neue Beteiligungsinstrumente eigentlich aussehen. Aus heutiger Sicht ist das jetzt nicht unglaublich innovativ gewesen. Wir haben eine entsprechende Webseite gemacht. Wir haben eine App programmieren lassen, wo man spannend damals überhaupt erstmal so die ersten Ladesäulen finden konnte und sich so ein bisschen informieren konnte. Sind dann aber in dem Sinn schon ein Stückchen weitergegangen, haben dann eben FAQs gemacht auf der Homepage, wo sich Menschen über Elektromobilität informieren konnten. Haben dann tatsächlich ein Beteiligungsspiel programmiert, das immerhin über 2000 Menschen absolviert haben. Während des Projekts, wo man letztlich so ein bisschen durch Fragen sich annähern konnte, welcher Elektromobilitätstyp bin ich denn eigentlich? Also da haben wir eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt, sind auch tatsächlich sehr, sehr spannende Berichte rausgekommen über solche Beteiligungsinstrumente. Wir haben dann letztlich die Erfahrungen aus dem Thema auch versucht, auf das Thema automatisiertes vernetzte Fahren zu übertragen. Das waren die beiden Projekte Diamant. Da haben wir in einem Arbeitspaket vor allem mit der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd. Das sollte es, das DIA steht für Dialog, also Ziel war schon, unter die Menschen zu gehen, auf Veranstaltungen mit den Menschen über automatisiertes, vernetztes Fahren zu diskutieren in Form von einer Roadshow mit so einem Demonstrationscontainer, viele Dinge zum Ausprobieren und zum Erklären zu geben. Da kam natürlich, wenn man die Laufzeit anguckt, im Auslauf dann auch tatsächlich das Thema Pandemie noch rein. In 2020 haben wir da nicht mehr sehr viel gemacht, aber sicherlich das Highlight in dem Projekt war die Bundesgartenschau in Heilbronn. Wo wir für eine längere Zeit dann auch mit diesen Containern standen. Und Natalia kennt das ja extrem gut, auch im Projekt Bewirkt. Da arbeiten wir mit dem FZI und dem KIT zusammen. Ist ein Begleitforschungsprojekt zum Testfeld autonomes Fahren in Karlsruhe und Heilbronn. Da hatten wir auch sehr viele Pläne im Sinne, auch in die Gesellschaft zu gehen, Dialog mit den Menschen zu führen am Rande von Veranstaltungen. Ja, haben wir ganz am Anfang mal ein bisschen gemacht. Insofern mit der Pandemie mussten wir uns dann auch eher in den Online-Raum verlagern, haben dann auch tatsächlich eher zu so Instrumenten wie FAQs, bestimmte Erklärvideos, Online-Umfragen zurückgegriffen. Das ist natürlich dann insofern auch etwas gebremst. Und als dritte Komponente würde ich gerne noch kurz ansprechen im Rahmen, es gibt ein Dialogformat, Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg, da geht es tatsächlich um die Frage,
wie sich eben tatsächlich dieser Wirtschaftszweig im Kontext dieser ganzen Wandelsprozesse entwickelt, wurde initiiert von unserem Ministerpräsidenten. Und auch da haben wir durchaus uns dafür eingesetzt, dass es von Anfang an ein Querschnittsfeld Gesellschaft und Mobilität gibt, wo es wirklich um das Thema Partizipation im Zentrum gehen sollte. Von der Konzeption her war da am Anfang geplant, dass man im Endeffekt direkte Partizipationselemente macht, das heißt runde Tische, Fokusgruppen, Befragungen, Bürgerforen und natürlich nebenher ist der Landesregierung ja insgesamt ein wichtiges Anliegen, das Thema Beteiligung, dass wir nebenher auf dem Beteiligungsportal der Landesregierung auch eine ganze Menge der Online-Partizipation haben. Das hat sich natürlich dann im Laufe im Zuge der Pandemie komplett in den Online-Raum verlagert. Also das sieht man hier an diesem kleinen Bildchen. Also eine Fokusgruppenfragung kann ich natürlich auch online darstellen. Jetzt komme ich langsam zum Ende, möchte aber tatsächlich am Ende nochmal so ein bisschen drei Punkte festhalten, die mir aus diesem ganzen Thema wichtig erscheinen. Für uns jetzt aus der Perspektive, also Netzwerk und Kooperation sind, glaube ich, ein sehr wichtiges Element in so Wandelsprozessen. Und natürlich bietet die digitalen Methoden für Partizipation, für Netzwerkmanagement bieten extrem viel Möglichkeiten und wir müssen die auch konsequent anwenden und auch ständig weiterentwickeln. Also gerade der erste Vortrag, gerade so Usability und so weiter, da müssen wir eigentlich permanent dran arbeiten. Wir müssen auch gucken, wie wir die Menschen in unseren Netzwerken auch immer wieder motivieren, dann halt nochmal eine Online-Umfrage zu machen, wie man die da kriegt, das auch zu machen, weil ich das selber kenne, der Posteingang quillt über vor solchen Sachen. Und manchmal denken sie sich auch nicht nochmal eine Umfrage. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig und generell auf der Ebene oben drüber, diese umfassenden Transformationsprozesse, die wir in Richtung, wir wollen alle in eine klimaneutrale Wirtschaft, in eine Klimaneutralität kommen. Und da stehen uns so umfassende und große Veränderungsprozesse bevor, sodass diese Transformationsprozesse extrem viele Instrumente der Partizipation, glaube ich, brauchen. Auf lokaler Ebene, auf den höheren politischen Ebenen. Und da müssen wir ganz viele Instrumente, die wir heute haben, nutzen und auch entsprechend anwenden, weiterentwickeln. Und der dritte Gedanke, damit das alles nicht zu euphorisch klingt, was wir jetzt auch erfahren haben, natürlich sind diese ganzen digitalen Methoden super, haben aber auch wirklich ihre Grenzen. Da konnte ich bisher nicht überzeugt werden, bestimmte Dinge von bestimmten Ebenen der Interaktion von Menschen, die ich habe, die in dem Raum miteinander interagieren, kann ich eben online bisher nur teilweise darstellen. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich beides, um wirklich diese ganzen Herausforderungen zu bewältigen. Aber ja, insofern haben wir ja auch starke Partner auf der IT-Seite hier. Das vielleicht einfach zum Schluss auch nochmal ein Dank an das FZI. Freut mich, dass ich wieder hier dabei sein darf und freue mich auch auf weitere Fragen, die vielleicht später noch kommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ebenfalls ein sehr spannender Impulsvortrag. Und ich kann mich tatsächlich deiner Zusammenfassung nur anschließen. Also da ist definitiv auch viel Luft nach oben, sowohl digital als auch in Präsenz bei der Beteiligung, insbesondere bei den Themen Mobilität. Genau, und damit kommen wir auch zu unserem letzten Impulsvortrag, bevor es dann in die Diskussion reingeht. Der Impulsvortrag ist von Moritz Ritter und trägt den Titel »So gelingt gute digitale Beteiligung – 5 Tipps aus der Praxis«. Herr Ritter ist Demokratieaktivist und Technologieoptimist. Er ist seit 2016 Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Liquid Democracy in Berlin, wo er gerade daran arbeitet, Demokratie durch digitale Plattformen partizipativer, transparenter und gleichberechtigter zu machen. Ehrenamtlich engagiert er sich außerdem bei der Initiative Es geht los, wo er bei der Organisation von gelosten Bürgerinnen und Bürgerräten auf Wahlkreisebene hilft. Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch sehr spannend, was ihr bis jetzt alles gehört habt, wie breit das Thema digitale Beteiligung mittlerweile geworden ist. Freut mich natürlich sehr. Ich wollte einfach noch ein paar praktische Hinweise zum Abschluss sozusagen geben, weil je nachdem, in welchem Kontext man, unabhängig von welchem Kontext, in dem digitale Beteiligung stattfindet, ist die Umsetzung einfach extrem wichtig.
Und wir lernen einfach mit jedem Jahr, die das passiert, immer wieder mehr darüber, wie wichtig es ist, damit digitale Beteiligung auch wirklich unsere demokratische Praxis und Gesellschaft wirklich voranbringen kann. Und ich wollte einfach 5 Tipps aus der Praxis teilen, wenn Sie vielleicht digitale Beteiligung durchführen wollen, sei es jetzt von BürgerInnen im Kontext von Kommunen oder auch von Mitgliedern in Ihrer Organisation, Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen. Ich glaube, das trifft tatsächlich auf die meisten Kontexte hier zu. Bei Liquid Democracy ist unsere Vision, dass wir eine demokratische Kultur entwickeln, in der Mitgestaltung für jede und jeden selbstverständlich ist. Wir selber machen das vor allen Dingen, indem wir eine Open-Source-Software namens Adhocracy entwickeln, mit der digitale Demokratie für alle einfach gemacht werden soll und eben für jeden verfügbar sein soll. Aber auch indem wir bei der Projektumsetzung in ganz vielen Kontexten helfen. Und daraus eben generiert sich ganz viel Wissen aus der Praxis, das wir hier so ein bisschen teilen wollen. Aber natürlich versuchen wir auch das Thema digitale Demokratie auf der politischen Agenda zu halten. Und jetzt zu meinen praktischen Tipps. Wie gesagt, 5 an der Zahl. Das erste ist gleich das Wichtigste und das ist gerade im digitalen Raum ganz wichtig. Wenn Sie ein digitales Beteiligungsprojekt haben, ist das Beteiligungsversprechen ganz zentral. Das ist praktisch das, was die Verbindlichkeit schafft und das Vertrauen schafft der Menschen, die teilnehmen sollen in ihrem Beteiligungsverfahren. Und das ist, wie gesagt, gerade im digitalen Raum eine Herausforderung. Und das soll das Ziel der Beteiligung möglichst klar formulieren und auch besonders darstellen, wie werden die Ergebnisse verwendet. Das ist nämlich so ein Frustmoment, den wir oft erleben, dass dann nicht ganz klar ist, was passiert jetzt eigentlich mit den Ergebnissen von so einem digitalen Beteiligungsprozess. Außerdem ist dieses Beteiligungsversprechen dazu da, dass der Zeitraum und auch AnsprechpartnerInnen für Fragen in dem Prozess klar gemacht werden. Also wenn Sie sowas haben, ist, glaube ich, 50% der ganzen digitalen Beteiligungsidee schon auf der Erfolgsspur. Das Zweite, was auch ganz oft übersehen wird in der Praxis, ist eigentlich genau wie jedes Event, jede Veranstaltung, die wir vor Corona auch noch in Person hatten, würden wir natürlich Werbung dafür machen und genauso ist das für Dinge im digitalen Raum. Aber wir erleben immer wieder, dass dafür wenig Ressourcen dann bereitgestellt wurden oder vorher eingeplant wurden. Und wichtig, wo immer möglich ist, hier die persönliche Ansprache. Da gibt es ganz viele Studien zu, aber ganz interessant auch aus der Uni Düsseldorf zum Beispiel. Wenn die Ansprache Vorname und Nachname schon ist für Teilnehmende, also man einfach zum Beispiel einen Brief schreibt an Teilnehmende, eine Postkarte verschickt mit Vorname und Nachname, ist die Antwortrate der Teilnehmenden um das Fünffache höher, als wenn es eine anonyme Ansprache gibt. Also zum Beispiel auch nur liebe BürgerInnen. Und was da auch ganz wichtig ist, dass man sich vielleicht vorher mal bewusst macht, was ist denn meine Zielgruppe und welcher Teil meiner Zielgruppe ist besonders schwer zu erreichen und dann auch da vielleicht die Werbung hin zu fokussieren. Genau, also der zweite Tipp ist, die Aktivierung einfach als großen Punkt einplanen bei jedem digitalen Beteiligungsprojekt. Und das dritte ist, was ja eben auch schon mal kurz angesprochen wurde, digitale und analoge Beteiligungsformate haben ganz spezifische Stärken. Und die würde ich mir am besten zunutze machen. Und eigentlich sehen wir in den erfolgreichsten Projekten gibt es immer eine Kombination aus beidem. Ganz grob gesagt, die Veranstaltungen und Formate vor Ort, wo man sich von Angesicht zu Angesicht sieht, haben große Stärken im kreativen gemeinsamen Arbeiten und auch im zusammen vertrauensbildenden Maßnahmen, also zusammen Vertrauen aufbauen. Während die digitalen Formate gerade einfach eine große Stärke haben, dann Beteiligung in die Breite zu tragen und eine niedrigschwellige Beteiligung anzubieten für viele Menschen. Und das intelligent zu kombinieren, ist auch ein total wichtiger Punkt, um ein erfolgreiches Beteiligungsprojekt durchzuführen. Der vierte und vorletzte Tipp von meiner Seite wäre eine aktivierende Moderation. Die Moderation ist generell ja ein großer Punkt bei Beteiligungsverfahren und bei den digitalen auch besonders. Was wir bei der Praxis auch sehen, ist, dass die meisten Projekte gar nicht so ein Problem damit haben, dass zu viele Beiträge kommen und dann unsachliche Diskussionen entstehen. Gerade wenn man jetzt nicht Social Media nutzt für ein Beteiligungsprojekt, dann erleben wir eigentlich auch eine sehr sachliche Diskussion, meistens auf eigens dafür geschaffenen Plattformen. Und die eigentliche Herausforderung ist dann, Menschen zu aktivieren, wirklich teilzunehmen an dem Gespräch, an den Diskussionen und an dem Brainstorming oder was auch immer gerade das Ziel ist. Und das macht man am besten, indem man Lob gibt für gut argumentierte Beiträge als ModeratorIn, indem man nachfragt, wenn vielleicht Argumentationen fehlen oder indem man auch anregt, dass die TeilnehmerInnen untereinander Bezug aufeinander nehmen. Das ist eine Menge Arbeit, aber tatsächlich sollte das in den meisten Projekten der Fokus sein, während eine restriktive Moderation, also Fehlverhalten benennen und auch sanktionieren, zum Beispiel auch sogar im schlimmsten Fall durch einen Ausschluss von UserInnen,
gar nicht so der Fokus, wie gesagt, der meisten Projekte, außer wenn jetzt gerade Ihre Beteiligungsprojekt das Glück hat, in den bundesweiten Medien irgendwie vorzukommen, dann ist natürlich das wahrscheinlich auch ein größerer Punkt. Genau, also aktivierende Moderation als vierter Tipp. Und abschließend möchte ich das Ganze mit so ein bisschen dem heiligen Gral der Online-Beteiligung, nämlich tatsächlich Verantwortungsträger in direkten Dialog zu bekommen. Wir hören oft den Titel Online-Dialog und so weiter, und wir erleben viel Frust von Teilnehmenden, wenn dann tatsächlich die Menschen, mit denen man in Dialog treten will, nämlich die, die Entscheidungen treffen oder zumindest auch vielleicht planerisch tätig sind in vielen Verfahren, wenn diese Verantwortungsträgerinnen dann gar nicht mit dabei sind. Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, die dazu zu bringen, sich anzumelden und auch mal direkt Feedback zu geben auf Fragen oder Kritik in so Prozessen. Und man kann das aber durch einige Schritte einfacher machen, zum Beispiel, indem man vielleicht eine wöchentliche Zusammenfassung macht, wichtiger Beiträge, auf die reagiert werden könnte. Und das ist ganz wichtig einfach, weil das ein großer Punkt für Frust ist, dass gerade so ein Online-Dialog bei den Bürgerinnen und Bürgern oder vielleicht auch Mitarbeitenden, die sich eben anmelden, die auch ihre Zeit investieren, dann leider nicht dazu führt, dass dann auch die Verantwortungsträgerin das Gleiche tun und Zeit investieren, um direkt in Dialog zu treten. Das ist mein letzter abschließender Tipp. Für die ganzen Themen, die ich hier angerissen habe, haben wir eine Online-Lernplattform, wo Sie frei ganz viele Lerninhalte finden, Liquid Academy auf unserer Webseite. Und wie gesagt, unsere Plattform atocracy.plus, da können Sie kostenfrei direkt in die Praxis einsteigen und digitale Demokratie ausprobieren. Wenn Sie Lust darauf haben, freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Genau, vielen Dank, Herr Ritter, auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ich habe definitiv doch noch den einen oder anderen Punkt mitgenommen, auch wenn wir ja jetzt schon die digitale Bürgerpartizipation eine Weile treiben. Man lernt immer noch dazu. Genau, und dann würde ich an dieser Stelle auch direkt übergeben an Herrn Fegert, der dann jetzt in die Diskussion einsteigt. Genau, auch von mir nochmal herzlichen Dank für die spannenden Beiträge von euch und Ihnen. Genau, ich mache vielleicht einfach nochmal, bevor wir anfangen zu diskutieren, so ein bisschen auf, wo wir eigentlich gerade in diesem Jahr 2022 stehen. Einerseits ist, glaube ich, dieses Thema Partizipation und Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern so präsent wie selten. Sie sind in der Diskussion mit Bürgerinnenräte, sie sind in der Diskussion über das Wissenschaftsjahr nachgefragt, was wirklich vom BMBF ganz bewusst das Thema Partizipation in den Mittelpunkt rückt. Und gleichzeitig haben wir sicherlich in den letzten zwei Jahren auch wahrgenommen, was die Realität ist, wenn es um Partizipation geht. Also auch die Realität bei Digital Government Anwendungen oder Plattformen. Gerade in der Pandemie war eigentlich die Frage, wie nimmt man die Bürgerinnen und Bürger mit in unserem Land, doch hat teilweise einfach zu wünschen übrig gelassen, bis bestimmte Plattformen ausgerollt wurden, bis sozusagen auch digital Personen sich auch abgeholt fühlten. Und da nimmt man auch immer wieder eine Hilflosigkeit wahr, eben in der Umsetzung von solchen Plattformen. Wir haben jetzt Gegenbeispiele heute eben auch aus der Stadt Karlsruhe gehört. Aber trotzdem, so auch auf europäischer Ebene, fand ich ganz spannend, eigentlich diesen Launch im letzten Jahr dieser Plattform zur Zukunft der Europäischen Union von der Kommission vorgestellt, als großes Projekt, um Ideen zu sammeln zur Zukunft der Europäischen Union. Also eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen Bürger in dieser Europäischen Union leben, ist es doch eigentlich irgendwie dann sehr schade, wenn man sieht, wie viele Bürgerinnen und Bürger diese Plattform tatsächlich nutzen. Und da fragt man sich schon, woran liegt es, dass es eigentlich diese Widersprüchlichkeit gibt. Und wie kommen wir zu sowas, was der FZI-Direktor Christoph Weinhardt, der auch dieses House of Participation mit initiiert hat, als Culture of Digital Democracy bezeichnet, wie kommen wir genau dahin, also zu einem tatsächlich Wandel in der Kultur, wo wir auch diese Sachen wie User Experience eben mitdenken, aber auch tatsächlich Bürgerinnen und Bürger vertrauen den Plattformen, sich auf diesen einzubringen. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen diskutieren und vielleicht einfach nochmal bei dir, Moritz, nachfragen. Genau, die Covid-Pandemie hat eben sicherlich total viel verändert. Und ich wäre eigentlich mal gespannt zu hören, was das ausgelöst hat bei einem Unternehmen wie euch, die schon seit so vielen Jahren eigentlich im Bereich der digitalen Demokratie aktiv sind und Plattformen anbieten. Hatte eigentlich die Pandemie da Auswirkungen auf euer Geschäftsmodell? Und wenn du sagst, das ist immer ein Hin und Her oder sollten immer im besten Fall hybride Formate sein,
Was sind so eure Learnings eigentlich aus dem Betrieb von digitalen Plattformen zur Beteiligung in der Pandemie? Ja, danke für die Frage. Also erstens sind wir als Verein ja irgendwie an der Schnittstelle in der Zivilgesellschaft verankert und also unser Geschäftsmodell in dem Sinne hat das dann nicht so betroffen, aber was wir mit natürlich Freude gemerkt haben, ist, dass es einfach automatisch ein größeres Interesse gab für digitale Demokratie als Thema und auch als eine Lösung für viele Probleme und auch schon so mitschwang die Idee, das könnte über die Pandemie hinaus auch was sein, was Bürgerinnen und Bürger wichtig ist und was wir weiter als Lösung ausbauen müssen, nachhaltig. Ich glaube, das war schon ein wichtiger Punkt, dass wir das gemerkt haben, dass es wirklich auf allen politischen Ebenen, du hast ja gerade schon die europäische Ebene genannt, aber auch auf der jetzt in Deutschland, auf der Ebene der Parteien dann einfach notgedrungen Lösungen her mussten, die sicherlich in der Umsetzung teilweise suboptimal sein waren und sind noch, aber trotzdem einfach auf jeden Fall wieder eine Art von Innovationsdruck entstanden ist, den wir lange nicht mehr hatten. Ich glaube eigentlich nicht mehr seit das Thema Netzpolitik so Anfang der 2010er Jahre so richtig auf das Tableau kam. Und das hat uns erstmal gefreut. Und was wir gemerkt haben in der Praxis, einfach, dass händeringend nach einfachen Lösungen gesucht wurde. Also Lösungen, die schnell starten können, die jetzt diese Lücke ausfüllen, die da entstanden ist. Und da waren wir natürlich einfach glücklich dran, dass wir schon was hatten, was wir vielen anbieten konnten als Lösung. Aber wir merken auch, es gibt einfach noch eine riesige Lücke. Also es gibt in ganz vielen Bereichen, ne, sei es jetzt sowas Einfaches wie Open-Source-Video-Tools, die wirklich dann auch DSGVO-konform sind, ja, einfach riesige Lücken, die wir schließen müssen. Wo ich aber noch vielleicht anschließend dran möchte, ist, diese Lösungen werden teilweise in der digitalen Zivilgesellschaft in Deutschland, die extrem stark ist in ganz vielen deutschen Regionen, schon entwickelt und vorangetrieben. Da fehlt es oft eigentlich nur daran, dass das als eine Lösung auch dann wirklich gefördert wird, die Weiterentwicklung gefördert wird. Auch da gibt es erste Schritte, aber es ist noch viel zu tun. Ja, dann mache ich mal vielleicht weiter mit einer Frage an Nora Kaiber, wo mich interessieren würde. Man hat ja eigentlich beim Digital Government die Möglichkeit, eben Verwaltungsprozesse nicht nur 1:1 zu übertragen, so wie sie bisher stattgefunden haben, ins Digitale, sondern sie auch eigentlich zu reflektieren und zu überdenken. Ich kann mir aber da auch vorstellen, dass natürlich dieses Neudenken genau in einem Verwaltungsapparat gar nicht so einfach ist. Deshalb auch einfach die Frage, wie macht man das konkret, auch so neue Ideen wie zum Beispiel die Channels jetzt in der Bürger-App in Karlsruhe zu etablieren oder ja tatsächlich auch in so einer Organisation so einen Wandlungsprozess voranzustoßen und dann auf so Ideen der Umsetzung zu kommen. Das fände ich spannend, nochmal von Ihnen zu hören. Ja, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen muss viel immer wieder kommuniziert werden mit solchen Änderungen. Und ich sage jetzt mal vor allem für die Stadtverwaltung auf kommunaler Ebene neuartige Formen von Transparenz, Beteiligung. Das sind alles Themen, die Akzeptanz benötigen. Da muss man breitflächig kommunizieren. Man muss versuchen, auch den Leuten die Möglichkeit zu bieten, mit uns zu diskutieren, also dass man auch die Möglichkeit bekommt. Wir haben die Karlsruhe-App-Etablierung auch so ein bisschen verknüpft mit der Digitalstrategieentwicklung, also haben daraus quasi einen wichtigen Baustein gemacht für unsere operative Umsetzung in Richtung Stadtgesellschaft. Also haben wir es dadurch dann auch versucht, bei uns intern strategisch zu platzieren. Und wir hatten ganz viele unterschiedliche Formate im Rahmen der Strategieentwicklung. Wir hatten Workshop-Gruppen, wir hatten so eine Art Lab-Talk, haben wir es genannt. Da hat sich dann unser Amtsleiter eine Stunde online zur Verfügung gestellt. Da konnte sich jeder Mitarbeitende im Endeffekt einloggen und hatte eine Stunde lang Zeit, ihn zu löchern oder mit ihm zu diskutieren über bestimmte Themen. Wir hatten unterschiedliche Formate, wo wir gezielt junge Mitarbeitende eingebunden haben, um solche Themen voranzutreiben. Also jetzt allgemein gesprochen, nicht nur auf die Karlsruhe-App, sondern wie gehen wir die Transformation an mit viel, viel Konversation, Diskussion, immer wieder auch versuchen, externe Experten mit einzubinden. Also wir arbeiten auch viel mit dem FZI zusammen, die dann gerne auch mal Impulsvorträge in unterschiedlichen Inhalten uns geben, nicht nur Kooperationspartner sind, machen wir auch gerne mit dem KIT.
Ja, also das ist so, sage ich jetzt mal, unser Weg, wie wir versuchen, die Transformation voranzutreiben. Und es scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also so die Dinge, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren passiert sind, haben doch sehr deutlich gezeigt, allen voran die Strategieentwicklung, dass ein sehr großes Interesse ist, innerhalb der Stadtverwaltung auch den Weg zu gehen. Und man begrüßt es sehr, also das ist mein Gefühl, dass man wirklich versucht, mit jedem, der Lust hat, daran mitzumachen und mitzuwirken, zu beteiligen auch tatsächlich. Ja, danke. Ich finde da auch eigentlich sehr spannend, können wir ja später vielleicht auch nochmal im Austausch drüber kommen, eigentlich diese Verbindung aus ja, Bürgerinnen und Bürger sind ja auch einfach die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform und wie steht das im Verhältnis zueinander. Und ich glaube auch, dass da viele in diesen Stellen auch daran interessiert sind, tatsächlich zu überlegen, wie schafft man da einen guten Zugang. Hier nochmal der Hinweis an der Stelle, es gibt die Möglichkeit eben gleich mitzudiskutieren, wir werden das öffnen, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie die auch gerne schon mal stellen, reinschreiben in den Chat. Genau, wir werden das dann in einigen Minuten öffnen. An Herrn Fischer gerichtet, da würde mich eigentlich nochmal interessieren, wie das ganz konkret in Unternehmen mit der Beteiligung aussieht und wie Sie da auch in Ihrer Funktion vielleicht mithelfen. Sie haben es selber angesprochen, die Klimakrise zwingt auf jeden Fall zu Transformationsprozessen und die wirken sich ganz besonders auf die Mobilitätsbranche aus. Und ich glaube, in einem Bundesland wie Baden-Württemberg, was so sehr angewiesen ist auf die Automobilindustrie, weil gleichzeitig auch verwoben ist mit der Automobilindustrie 230.000 Stellen ungefähr, die direkt an die Automobilindustrie gekoppelt sind, frage ich mich auch, wie so eine Wandlungsfähigkeit innerhalb von diesen Betrieben selber gestärkt werden kann oder wie die unterstützt werden kann. Ich hatte da gelesen über Sie, dass Sie auch zur Wandlungsfähigkeit von Unternehmen im historischen Kontext promoviert haben. Aber da würde mich eigentlich interessieren, was Ihre Einschätzung ist, wie so eine Unterstützung von Wandlungsfähigkeit vielleicht aussehen kann und ob Sie da auch konkret vielleicht sogar digitale Tools im Kopf haben, die da mithelfen könnten. Also vielen Dank für die Frage. Ohne da jetzt einen zu langen historischen Diskurs zu machen, generell gerade diese Unternehmensgeschichte, die ich mal im Postdoc geschrieben habe, hat mir schon gezeigt, dass Wandlungsfähigkeit generell ein Merkmal von unternehmerischem Handeln sein muss. Sonst übersteht man vor allem jetzt als mittelständisches Unternehmen Generationenwechsel eigentlich gar nicht. Was jetzt natürlich momentan passiert, Sie haben es angesprochen, wir haben natürlich jetzt so eine enorme Anzahl an Herausforderungen, die alle per se für sich schon echt anspruchsvoll wären. Also jetzt rein der Umstieg auf Elektromobilität wäre für sehr viele, vor allem die Zulieferer, aber auch die Hersteller in Baden-Württemberg für den ganzen Maschinenbau, die Ausrüster, wäre an sich schon eine Herausforderung. Da kommt aber noch das ganze Thema Digitalisierung. Dann muss ich im Endeffekt eigentlich durch Klimavorgaben, durch politische Ziele, bis wann man eigentlich klimaneutral sein möchte, muss ich auch meine ganze Produktion umstellen. Also das sind alles alleine für sich schon sehr große Herausforderungen und jetzt alles muss irgendwie parallel bearbeitet werden. Das macht es natürlich echt schwierig. Und je nach Größe des Unternehmens, also natürlich die großen Konzerne, die wir hier in der Region haben, die machen das schon seit vielen Jahren durchaus strategisch mit unterschiedlichem Partizipationsgrad, sage ich jetzt mal. Bei einigen wird es halt mehr, ist mehr Partizipation, wo man mehr mit den Beschäftigten arbeitet. Es gibt einige Unternehmen, die zum Beispiel tatsächlich dann gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Beschäftigten an den jeweiligen Standorten so Zukunftsstrategien erarbeitet haben, wo man gesagt hat, wir bauen jetzt hier ein bestimmtes Bauteil eines Verbrennungsmotors. Was wollen wir denn in 20 Jahren eigentlich machen? Weil eigentlich wären wir da trotzdem gerne immer noch hier. Also da kann man ganz viele verschiedene Dinge machen, worauf wir uns natürlich konzentrieren. Also natürlich führen wir Dialoge, viele Gespräche, gerade mit den großen Akteuren. Für uns natürlich ein starker Fokus liegt auf den kleinen und mittleren Unternehmen, weil man von denen per se nicht annehmen kann, dass die über große Strategieabteilungen, Innovationsabteilungen oder sonstige interne Organisationsformen verfügen und im Endeffekt auch so Partizipationsprozesse gar nicht gewohnt sind. Und
Von daher, das war eine der Dinge, die aus diesem Strategiedialog entstanden sind. Das ist ein sehr schönes Projekt für uns, auch eine neue Erfahrung. Wir sind seit jetzt über einem Jahr die sogenannte Lotsenstelle Transformationswissen BW, wo wir wirklich eine Anlaufstelle für mittelständische Unternehmen, Zuliefererindustrie und auch das Kfz-Gewerbe. Das wird häufig bei den Diskussionen auch immer so ein bisschen vergessen, aber das sind gerade die Auswirkungen der Digitalisierung tiefgreifend. Und wir haben da jetzt in dem Sinn so einen Instrumentenkasten geschaffen, den wir aber natürlich auch permanent monitoren und sicherlich auch punktuell noch erweitern werden, aber das ist im Grunde genommen wirklich ein Mix. Also was wir als Lotsenstelle machen, sind einfach erstmal so Orientierungsgespräche, dass man wirklich versucht, ich muss mich in diesem großen System und in diesem systemischen Wandel erstmal ja einordnen können, um überhaupt den richtigen Weg identifizieren zu können. Und dann haben wir im Endeffekt so einen Mix an gut aufbereiteten Wissensangeboten, also verschiedene Studien. Wir haben so ein Wissen-Kompakt-Format eingeführt, wo man erstmal überhaupt so einen Shortcut in ein Thema bekommt. Dann gibt es natürlich, haben wir ein Qualifizierungsportal gemacht, weil wir festgestellt haben, eigentlich gibt es für alle möglichen Dinge bereits Qualifizierungen, nur häufig, wenn man mit den Bildungsträgern redet, werden die gar nicht wirklich genutzt, also bei der eigentlichen Zielgruppe manchmal gar nicht bekannt sind. Also da arbeiten wir mit sehr vielen Einrichtungen aus dem Bildungsbereich, aber auch im Forschungsbereich gut zusammen. Und dann gibt es im Endeffekt auch so Beratungsgutscheine. Es gibt noch einen Beratungsgutschein des Wirtschaftsministeriums, wo ich als Unternehmen dann eben tatsächlich mal in so Prozesse reingehen kann. Und noch eine ganze Menge mehr. Es gibt auch eine Web-App, so ein Technologiekalender, wo ich überhaupt mal sehen kann, was kommt denn eigentlich wann. Das sind alles Angebote. Unterm Strich muss man natürlich sagen, ich kann diese ganzen Angebote schaffen, machen es müssen es die Unternehmen und die Akteure in den Unternehmen natürlich selbst. War jetzt eine lange Antwort, jetzt stoppe ich einfach mal. Insofern, da könnte ich noch sehr viel länger drüber reden. Naja, aber wir merken eigentlich, dass diese Art von Transfer- und Kommunikationsarbeit, die sowohl im Detail stattfindet, aber auch irgendwie weiterhin, glaube ich, tatsächlich vor Ort stattfinden muss und stattfinden sollte, das trägt sich, glaube ich, durch die ganzen Inputs so durch. Ich finde es auch ganz spannend, dass es natürlich so diese Internet-Euphorie gab in den 2000er Jahren und dann auch diese E-Partizipations-Euphorie, die ihr sicherlich auch, Moritz, bei Liquid Democracy so mitbekommen habt. Also so ein Gefühl von, es gibt diese neue Welt und plötzlich kann jeder zugreifen und da wird sich ganz viel verändern. Und natürlich haben wir eben in der Zwischenzeit gemerkt, so deliberativ ist das eben nicht nur, sondern mit Desinformationskampagnen, mit den großen Unternehmen, die auch eine gewisse Monopolstellung haben, ist die Gestaltung auch eine ganz besondere. Und ich finde da ganz spannend, du hast diese UX-Ansicht oder Perspektive angesprochen, Alexander. Ich frage mich tatsächlich, wie so kleine mittelständische Unternehmen, aber auch Verwaltungsorganisationen dabei unterstützt werden könnten, eigentlich diese Art von Evaluation ihrer Plattform auch zu machen, ganz konkret, weil so letztes Beispiel war natürlich irgendwie dieser Skandal da um Facebook und Frances Hogan und diese Facebook-Papers, die veröffentlicht wurden, wo auch nochmal gezeigt wurde, wie viel Research diese großen Unternehmen machen. Ja, also wenn im E-Commerce-Bereich was Neues ausprobiert wird, dann hat Amazon eigentlich die ganze Zeit vorher schon Experimente durchgeführt, ohne dass die Nutzer das wahrscheinlich wussten, aber ihre Plattformen so weit optimiert. Und wie können eigentlich auch im Sinne von so digitaler Souveränität kleine mittelständische Unternehmen dabei unterstützt werden, aber auch Verwaltungsorganisationen tatsächlich ihre Plattformen da auch zu verbessern, so im kritischen Dialog zwischen eben Wissenschaft und Unternehmen oder Verwaltung? Also leichte Frage zu beantworten, aber sagen wir mal so, was man sehen muss, wenn man sowas etablieren möchte, dann kommt man nicht ums Thema Werte auch irgendwo drumherum. Und da muss man gucken, auch entsprechende Werte in den Unternehmen zu etablieren, also auch auf strategischer Ebene und zu sagen, Partizipation muss eine gewisse Transparenz auch haben und kann ich nicht einfach hinterm Rücken von einem Nutzer machen, die Daten auslesen etc., wie das in manchem Fall passiert.
Wenn ich jetzt an die KMUs denke, dann ist so eine ganz spannende Geschichte, die ich sehe, wie so ein bisschen dieser partizipative Gedanke reinkommt in die Unternehmen, ist tatsächlich sowas wie KI, erzwingt das teilweise, weil es ist so, KI, der Entwickler an und für sich kann die schlecht für sich alleine bauen, weil er zum Beispiel die Datensätze nicht so versteht an und für sich. Das heißt, er kommt gar nicht drum rum, in den Austausch zu treten mit denjenigen, die eigentlich betroffen sind von den Lösungen, damit er am Ende auch eine gute Lösung bauen kann. Und das könnte tatsächlich, also das ist tatsächlich so ein Moment, wenn man KI erfolgreich machen will, kommt man eigentlich gar nicht ums Thema Partizipation herum, weil sonst gar nicht die Lösung zu entwickeln ist. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man an solche Themen rangeht, dann muss man auch das Thema Unternehmenskultur sich angucken. Also wenn man jetzt aus Unternehmensperspektive guckt und entsprechende Werte sich auch anschauen, ob man die auch bereit ist, durch solche digitalen, aber auch physischen Möglichkeiten zu fördern. Ja, schön, vielen Dank. Jetzt würde ich es gerne öffnen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum von den Anwesenden an unsere Referentin und die Referenten? Gerne auch in den Chat schreiben oder genau sich einfach melden. Jörn Eichhorn, Kollege aus der Außenstelle in Berlin, hat eine Frage. Jörn. Genau, das war gerade eine Meldung. Scheint jetzt gerade aber nicht zu klappen. Ah, doch, hier. Schön. Super, vielen Dank. Es wird ja zu Recht gesagt, dass digitale und analoge Methoden beide ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Wie verbindet man die denn am besten, um möglichst gutes Partizipationsergebnis zu bekommen? Weil das ist ja dann wieder so der Medienbruch und die Schwierigkeit. Richtet sich die Frage an eine Person oder sollen wir das einfach mal in die Runde? Also Herrn Dregger würde ich speziell dazu gerne fragen, weil er das Thema ja als erstes aufgeworfen hatte. Aber dann kann es danach vielleicht noch in die Runde spielen. Ja, natürlich. Gerne. Also ich sehe zwei Punkte. Man muss sich fragen, ja, also zwei Punkte muss man sich fragen in dem ganzen Kontext, ob virtuell oder physisch. Das eine ist die Frage der Beteiligung. Wie leicht kann ich Beteiligung ermöglichen? Das andere ist aber die Frage der Validität auch. Also am Ende des Tages mache ich ja Beteiligung nicht um der Beteiligung willen, sondern ich will ja bestimmte Ziele damit erreichen, zum Beispiel verstehen, warum ich ein Produkt so entwickeln soll, wie ich soll, oder warum ich eine politische Entscheidung auch treffen soll, wie ich sie soll. Und dann muss man sich fragen, okay, welches Verfahren ist denn wie valide in dem Kontext? Also gewährleistet mir Ergebnisse, die ich tatsächlich später auch aussagekräftig verwenden kann. Aber natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, digital zum Beispiel mehr Beteiligung zu ermöglichen, mehr Personen, ist natürlich auch ein valider Punkt. Und in diesem Spannungsfeld muss ich immer individuell gucken, was sozusagen mein Ziel ist am Ende des Tages. Eine andere Person, die vielleicht, ja, Moritz. Um vielleicht das nochmal zu ergänzen, ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist sehr individuell für das Ziel des jeweiligen Beteiligungsprozesses. Und ein paar Dinge hatte ich so versucht anzudeuten, haben sich so rausgebildet aus unserer Sicht. Das eine ist, dass wenn so ein Beteiligungsprozess startet, ich schon sehe, dass da oft eigentlich eine Art erste Veranstaltung, also Face-to-Face-Event einfach sehr wichtig ist, um eben dieses Vertrauensbildende zu haben, auch ein öffentlichkeitswirksamere Startpunkte zu haben für den Beteiligungsprozess. Und das andere, was ich sehe, ist, in vielen Fällen wird es eher so als zwei parallele Stränge geführt, dass ich eine digitale Beteiligung habe und dann parallel die gleichen Fragen auch noch auf Veranstaltungen behandle. Und das sehe ich nicht als sehr gewinnbringend, sondern das sollte am besten ineinander übergehen. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe auch eine Veranstaltung fünf Vorschläge mit verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelt und jetzt spiegele ich die nochmal zurück an eine größere Öffentlichkeit und lasse die nochmal kommentieren online. Das sehe ich als einen sinnvollen Weg, weil dann wirklich beide Sachen ineinander greifen, beide Formate. Das ist auf jeden Fall ein Medienbruch, aber in dem Fall ist es ein sinnvoller Medienbruch, weil in dem sozusagen Vor-Ort-Format ist es einfacher, dieses kreative Arbeit zusammen zu organisieren und dann aus vielleicht vorher einem Wissen, was man sich angeeignet hat, im Prozess dann kreativ neue Vorschläge zu entwickeln. Und dann die Kommentierung, das in die Breite zu geben und damit, wie gerade auch schon Hedrick meinte, Validität auch mehr zu schaffen der Ergebnisse. Das ist dann wiederum
einfacher, das über eine digitale Plattform zu machen. Genau, aber wie gesagt, es ist noch sowas, wo man noch viel neu experimentieren muss und wo es sicherlich auch noch technisch ganz viele Sachen gibt, die diesen Medienbruch einfacher machen müssen in Zukunft. Aber das sind jetzt so zwei Punkte, wo ich ja konkreter schon sagen kann, dass es, glaube ich, sinnvoll ist. Prima. Genau, wenn Sie weitere Fragen haben, gerne schreiben oder sich melden. Ich würde dann vielleicht noch mal eine Frage dazwischen schalten, die sich so an alle richtet oder jede Person, die sich irgendwie angesprochen fühlt, gerne auch antworten kann. Ich habe den Eindruck, dass sich das tatsächlich gerade auch die großen Plattformbetreibenden oder auch größere Akteure wie die Telekom zum Beispiel darauf aufmerksam wird, dass Digital Government Anwendungen und auch die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern auch ein ganz lukrativer Markt ist. Und da würde mich eigentlich nochmal so eine Positionierung interessieren, in so einer Stadt wie Karlsruhe, welche Notwendigkeit es vielleicht auch gibt, diese Plattform selber zu entwickeln oder wo auch eben im Sinne der digitalen Souveränität das vielleicht wichtig ist, denen was entgegenzusetzen oder ist es gar nicht so wichtig, sondern kann man sich von denen vielleicht auch was abgucken oder ist es wichtig, die zu integrieren und an einen Tisch zu holen. Da würde mich eine Antwort interessieren, weil da sehe ich tatsächlich jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal Trends auf uns zukommen und wir haben das ja auch in anderen Geschäftszweigen einfach bemerkt, dass bestimmte Entwicklungen dann auch sehr schnell in so Plattformen eben integriert werden können. Und in Deutschland ist das vielleicht noch nicht so der Fall, weil tatsächlich in vielen anderen Ländern gibt es ja auch einfach schon eine sehr, sehr große Abhängigkeit, auch was staatliches Handeln angeht und Kommunikation von staatlichen Handeln auf bestimmte Plattformbetreiber. Vielleicht sage ich einfach mal was dazu, wie es bei uns, also tatsächlich ist das ein großes Thema, alleine die Diskussion, inwieweit soll man tatsächlich sich, sage ich mal, abhängig machen von vielleicht sogar ausländischen Plattformbetreibern oder in Richtung Open Source denken. Es geht eindeutig ein Trend in die Richtung, dass man mehr Open Source Gedanken treiben möchte und unabhängiger werden möchte von den, sage ich mal, Big Playern. Hat auch einfach was mit den strengen Datenschutzvorstellungen, also nicht nur mit den Regelungen, sondern auch im Endeffekt mit den Erwartungen hier in Deutschland zu tun. Da sind wir einfach europaweit, aber explizit in Deutschland, haben wir einfach eine andere Mentalität, eine andere Einstellung, eine andere Sensitivität, sage ich jetzt mal, auch wie wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, privat. Also ich kenne das auch von mir. Und es ist auf jeden Fall eine berechtigte Diskussion, aber ich glaube nicht, dass man sich da noch final entschieden hat, weil Fakt ist halt nun mal, dass die Open-Source-Lösungen einfach noch nicht so umfassend sind wie die Lösungen der großen Anbieter. Das ist, glaube ich, so einer der größten Hindernisse aktuell noch. Da kann ich erst gerne nochmal sozusagen den Werbeblock unsererseits einschieben, dass wir genau da eben in diesen Forschungsprojekten, die wir auch machen, zur Bürgerpartizipation, aber auch zu Digital Government, versuchen ja auch eine Hilfestellung zu leisten, auch wenn es um die User Experience geht, aber auch um die sinnvolle Gestaltung dieser Plattformen. Ja, gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst würde ich, glaube ich, gerne auch nochmal in die Runde fragen, was man da vielleicht erwartet eigentlich von der Politik. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, die sich, glaube ich, da in den Koalitionsverhandlungen sehr viel vorgenommen hat. Auch das Wort Partizipation taucht im Koalitionsvertrag sehr oft auf. Und vielleicht dann einfach nochmal eine Schlussrunde. Genau, wenn es um die Frage geht, wie begegnet man vielleicht auch diesen großen Plattformbetreibenden, aber auch sonstige Erwartungen an die Politik, vielleicht was auch gefördert wird oder gefördert werden sollte in den nächsten Jahren, genau um diese Kultur einer digitalen Demokratie zu unterstützen, was da Ihre Erwartungen sind. Fangen wir mal an, vielleicht bei Herrn Fischer. Also ich glaube, das Thema grundsätzlich deutlich wichtiger wird. Ich hatte den Aspekt ja vorhin schon mal reingebracht. Ich glaube, dass jetzt auch, also wir werden ja jetzt irgendwie eine postpandemische Gesellschaft irgendwann mal formulieren und auch die Art und Weise des Miteinanderumgehens. Und da werden digitale Technologien eine zentrale Rolle spielen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses digitale Demokratie-Thema zunehmend wichtiger wird, weil im Endeffekt wir ja durchaus über viele Jahre auch beobachtet haben, dass sich die Leute auch eher große Fragezeichen haben, wenn Partizipation darin besteht, dass sich alle irgendwie 4 oder 5 Jahre auf einen Papierzettel, ein Kreuz mit einem Bleistift oder einem Buntstift oder einem Kugelschreiber mache. Also insofern ist das, glaube ich, und man sieht es in den Koalitionsverträgen, dass auch die Politik das sicherlich verstanden hat, dass man da viel tun muss. Ich glaube, wir stehen aber generell eigentlich erst am Anfang. Also ich glaube, da wird sich dann tatsächlich sehr viel verändern. Man muss natürlich wirklich den richtigen Weg finden. Wir haben alle durchaus das Problem dann mit irgendwelchen Fake-Berichterstattungen und auch irgendwelchen Enklaven, die sich ja durchaus im digitalen Bereich auch sehr gerne bilden können. Also insofern, ja, glaube ich, ist das eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die jetzt auch gar nicht spezifisch Baden-Württemberg oder Deutschland ist und die wahrscheinlich auch bei Europa jetzt nicht aufhört, aber innerhalb der EU. Die EU macht ja auch, hatten Sie ja auch am Anfang schon angesprochen, die EU versucht da tatsächlich schon sehr viel in die Wege zu leiten, aber wo das jetzt genau hingeht, ich kann eigentlich gar nicht mal so genau formulieren, wie jetzt meine Erwartung konkret aussieht, aber ich glaube wirklich, dass wir da erst uns langsam an nähern an das Thema. Alexander, mach du doch mal weiter. Gerne. Also was ich sehe, ist, dass eine neue Regierung dieses Thema Partizipation nicht nur in Koalitionsverträge hoffentlich reinschreibt, sondern auch wirklich ernst nimmt. Und das sieht man ja ganz schön an solchen Sachen wie Katastrophenschutz im Ahrtal. Da gibt es Diskussionen darum, ob SMS rausgeschickt werden können, wenn so ein Notfall eintritt, ob das überhaupt zulässig ist, wo man sich fragt, hat da eigentlich irgendwer mal dran gedacht, wie das für diejenigen ist vor Ort, was die brauchen, was die für Bedürfnisse haben und wie man die beteiligen muss? Oder auch, wenn man das ganze Thema Corona sich anguckt, den ganzen Prozess des Impfens und so weiter, wo man sich auch fragt, ist eigentlich da irgendwer mal beteiligt worden in irgendeiner Form, der Endnutzer ist am Ende des Tages? Oder wie ist das eigentlich genau zustande gekommen? Und ich glaube, solche Punkte zeigen relativ deutlich, dass das nicht irgendwie ganz nice to have ist, Partizipation, sondern dass tatsächlich das ernst genommen werden muss auf politischer Ebene. Und auch Unternehmen können da gerne ihre Hausaufgaben in dem Bereich machen, weil am Ende des Tages dadurch bessere Ansätze, Lösungen, Politik rauskommen. Genau. Genau, Moritz, mach du mal weiter. Genau, wir haben das auch im Rahmen der Initiative Digitale Zivilgesellschaft mitformuliert und der Koalitionsvertrag hat ja auch ein paar sehr konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel eine Ersttest einer BürgerInnen-Plattform, wo dann Gesetzesvorhaben kommentiert werden sollen, eine Erprobung in dieser Legislatur. Das werden wir auf jeden Fall erwarten und hoffen, dass wir doch helfen, hoffentlich, dass wir dafür gute Konzepte bald haben und das auch umgesetzt wird. Aber ich glaube, konkreter oder übergeordnet geht es darum, wirklich die Digitalisierung so aktiv zu steuern, dass sie halt wirklich die Demokratie fördert. Und das Ding ist, die Demokratie digitalisiert sich so oder so. Und das tut sie gerade einfach schon seit Jahrzehnten ungesteuert oder seit mindestens einem Jahrzehnt ungesteuert über Social Media und weitere Plattformen, die nicht dafür gebaut sind. Und ich hoffe und habe doch eigentlich jetzt berechtigte Hoffnung aufgrund des Koalitionsvertrags, dass es wirklich da jetzt ein neues Verständnis gibt, wie das aktiv gestaltet werden kann, politisch gestaltet werden kann, dass wir das ja zum Gewinn machen für die Demokratie, die Digitalisierung. Und ja, wie gesagt, diese erste Plattform, die da konkret erwähnt wird, aber auch andere Sachen, wie das die Absenkung des Wahlalters und so weiter, die machen mich hoffnungsfroh, dass da jetzt ein bisschen Kulturwandel einsetzt, den ja Herr Dräger auch schon erwähnt hat, der nötig ist, um digitale Demokratie auch wirklich sinnvoll möglich zu machen. Nora Kalber? Ich sehe es vorsichtig optimistisch, dass die Vorsätze, die sich die neue Bundesregierung gemacht hat, auch in der Hinsicht, dass sie da tatsächlich
signifikante Veränderungen beisteuern werden oder anfangen werden, umsetzen werden. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man die Altersstrukturen ändern müsste, dass man deutlich enger und auch in höheren Positionen mit der jüngeren Generation zusammenarbeiten möchte, weil wir reden hier von sehr komplexen Zusammenhängen, in der wir durchaus natürlich auch erfahrene Menschen brauchen, die sich in vielen Dingen auskennen, in denen sich die jüngere Generation nicht auskennt. Wir brauchen aber auch die junge Generation, um Potenziale zu sehen und über Potenziale zu diskutieren, die einfach noch nicht angewendet sind, also eher in die innovative Richtung zu gehen, um halt, ich nenne es jetzt einfach mal plakativ, auch vor die Welle zu kommen. Und das vielleicht sogar auf Bundesregierungsebene. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich finde ganz schön, dass du das gerade nochmal gepostet hast, Moritz, im Chat, und zwar diesen Aufruf digitaler Zivilgesellschaften, Aufruf, an dem sich sowohl Liquid Democracy, aber auch das FZI damals beteiligt hat. Und dann kann man ja eben auch nochmal überprüfen, was an diesen Forderungen tatsächlich im Koalitionsvertrag geschafft hat und bei welchen man auch trotzdem nach wie vor hinterherbleiben muss, dass das eben auch umgesetzt wird. Genau. Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich danken von Seiten des FZIs aus für Ihre Bereitschaft zu diskutieren, für diese interessanten Einblicke. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein Austausch über Formen der digitalen Teilhabe und Demokratie, der jetzt noch nicht mal heute erst begonnen hat, aber den wir auf jeden Fall fortsetzen sollten. Und freue mich darauf, das mit Ihnen allen zu tun. Dann wünsche ich einen schönen Tag beim Open House noch. Viel Spaß und ansonsten auch einen guten Tag trotz dieser angespannten Lage. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.